Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil der Marisco Video Tutorial Serie. In diesem Video werden wir Ihnen zeigen, wie Sie ein Projekt anlegen und die ersten Informationen eintragen. Nachdem Sie sich in Ihrem Benutzerkonto eingeloggt haben, öffnet sich die Startseite. Hier werden alle Ihre Projekte angezeigt. Um ein neues Projekt zu erstellen, klicken Sie auf das Plus-Symbol. Dadurch öffnet sich die erste Eingabemaske. Hier können Sie diverse Informationen über Ihr Projekt eintragen. Sie müssen jedoch mindestens einen Projektnamen angeben und die Projektdauer festlegen. Die Referenznummer wird automatisch von der Software vergeben, um Ihr Projekt eindeutig zuweisen zu können. Zurzeit bietet die Marisco-Software drei verschiedene Sprachen an: Englisch, Deutsch und Spanisch. Sie können auch eine weitere Sprache auf den Elementen im systemischen Situationsmodell anzeigen lassen, doch dazu später mehr. Sie können auch weitere Personen zur Mitarbeit in Ihrem Projekt einladen. Rechts oben finden Sie eine Liste mit den Nutzerinnen und Nutzern. Nachdem Sie eine Person ausgewählt haben, können Sie festlegen, wie die Person an Ihrem Projekt teilnehmen soll. Öffnen Sie hierzu das Menü Rolle und wählen Sie eine der drei Optionen aus. Projektmanagerinnen und Manager haben uneingeschränkte Nutzerrechte. Beobachterinnen und Beobachter können sich Ihr Projekt ansehen, aber keine Veränderungen vornehmen. Projektmitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben eingeschränkte Nutzerrechte. Sie können zwar Veränderungen vornehmen, aber keine größeren Entscheidungen, wie zum Beispiel das Löschen des Projekts, betreffen. Sobald Sie alle Daten eingetragen haben, die Sie eintragen möchten, klicken Sie unten auf den Speicherknopf und werden automatisch zum nächsten Schritt geführt. Bei jedem Schritt finden Sie auf der rechten Seite eine Erklärung der jeweiligen Aufgabe, die während des Schritts ausgeführt werden soll. Weiterführende Informationen stehen ebenfalls zur Verfügung und umfassen Definitionen und Beispiele. Im ersten Schritt der Methode werden die Motivation, Erwartung und Vision des Projekts festgelegt. Bevor Sie mit der eigentlichen Arbeit beginnen, kann es hilfreich sein, aufzuschreiben, was Sie motiviert hat, überhaupt damit anzufangen. Sie können dies später als Impuls zum Weitermachen nutzen, falls Ihre Arbeit einmal nicht vorankommt. Ebenso ist es empfehlenswert zu dokumentieren, welche Ergebnisse Sie im Rahmen dieses Projekts erreichen möchten. Das bietet Ihnen und Ihrem Team einen Ausgangspunkt für Diskussionen und kann an bestimmten Punkten helfen, Frustration zu vermeiden. Eine gemeinsame Vision kann ein nützliches Werkzeug sein, um ein Team zu motivieren und zu vereinen. Behalten Sie bei der Formulierung die Dauer des Projektzyklus im Hinterkopf, denn sie beeinflusst, wie viel Sie erreichen können. Im letzten Schritt dieser Phase wird der Anwendungsraum Ihres Bearbeitungsgebiets bestimmt, welche die Grenzen für Ihre Analyse festlegt. Machen Sie sich nicht zu viele Gedanken über mögliche Fehler. Die verschiedenen Arbeitsschritte können im späteren Verlauf immer noch überarbeitet werden. Im zweiten Schritt wird das Untersuchungsgebiet des Projekts festgelegt. Im ersten Textfeld können Sie den Namen des Untersuchungsgebiets eintragen. Das zweite Textfeld ist für das Land oder die Länder vorgesehen, in denen das Projekt umgesetzt wird. Dadurch können Sie später schneller andere Projekte in der Marisco-Datenbank finden, die in einem ähnlichen Kontext durchgeführt werden.